Eine getrocknete Schale, Hände. Oh, Rüstung? Oh, tatsächlich. Steinspitze. Habe ich diese Steinspitze nicht aktiv gerade? Glaub ja, ne? Würde mir scheinbar mehr Resonanz und Kraft geben. Was habe ich gerade an? Mehr Leben und mehr Kraft. Ich sehe eigenartig aus. Aber okay, scheinbar finde ich hier eine Rüstung. Oh, hallo. Ich gehe mal erstmal wieder zurück. Okay. Aha. Lululululu, meine Gesundheit. Oh, den Angriff zu blocken ist ja richtig ätzend. Wann kann ich den blocken? Ich habe echt keinen Plan, wann ich den blocken kann. Habe ich so einen komischen gelben Kristall irgendwo rumfliegen? Eventuell. Wait, habe ich nicht? Oh ne, ich sehe gerade, das war der große, das andere ist der kleine. Ich habe beide aufgebraucht schon, verdammt. Ich sehe mich jetzt schon tot. Ich will den unbedingt einsaugen. Ich weiß halt nur nicht, wann ich bei dem blocken kann. Ja, das hätte man früher machen sollen, weil da hätte man wahrscheinlich die Taste ein bisschen schneller drücken sollen. So geht das auf jeden Fall nicht, du. Wo bin ich nochmal lang gelatscht? Bin ich... links und dann rechts, oder? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich sehe da zwar die gepunktelte Linie, aber ich habe keinen Plan, wo die Nummer hinführt. Ich glaube, ich bin hier lang gegangen, oder? Maybe. Ja, genau. Wait, du hast beim Auftauchen Schaden gemacht? Was bist du denn für ein Cheater? Kein Bock mehr? Okay, das fühlt sich echt eigenartig an, wann du angreifen kannst. Das ist ein sehr eigenartiges Timing, das du da haben musst. Oh, was? Na, geht doch. Und ich musste eh nur einen von denen killen, damit ich die Beutejagd abschließe. Super. Was habe ich denn da überhaupt gekillt? Blumenkämpfer. Die Gartenblumen sind Ableger des Kindes. Sie entziehen anderen den Atem und tragen ihn zurück zu denjenigen,
für den er ursprünglich bestimmt war, um seine Entstehung zu fördern. Blumen, die Schwerträgern Atem entzogen haben, lernten selbst Schwerter zu führen. Ziehe sie wieder heraus, um ihnen die Flucht abzuschneiden. Ich konnte das Schwert wegnehmen? Hat er... Ja, das hat ein Schwert. Konnte das Schwert... Oh, ich hätte das Schwert... Oh, okay. Erhöht die Geschwindigkeit der Kraftregeneration. Oh. Schneller Ausdauer wiederbekommen. Das ist nett. Kann ich dich ziehen? Nee, kann ich nicht. Oh, das ist so ätzend, wenn man keine Karte hat, ne? Okay. Ich glaube, ich habe ein Pokémon gefunden. Ist das... Ist der Kopf einfach nur ein Unterkiefer? Der Kopf ist einfach nur ein Unterkiefer. Kieferhirsch, Ha? Ein Boss? Au! Wieso zum Geier ist dieser Hirsch mal eben befestigt worden? Der ist halb im Boden plötzlich. Wait, ich kann da nicht mal eben ausweichen durch? What? Egal, bin ja in der Nähe. Stimmt, ich habe gedacht mir gehabt, ob ich nicht vielleicht die Musik lauter drehe, aber ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig, oder? Wo sind die überhaupt? Ich meine, das war nicht wirklich notwendig, aber... Machen wir mal kurz das, einfach mal um zu testen. Ist das bei 60? Ja. Cool. Jetzt hört man die Musik auch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht ein bisschen zu laut sogar. Weil die lauter ist als die Soundeffekte. Nicht zu laut, aber ja, man merkt's. Was machst du bei diesem Angriff? Okay, warte mal, ich kann die Projektile, glaube ich, zurückschleudern. Ich saug dir mal eben dein Hintern ab. Ah, shit! Wer heult denn hier? Okay, man muss das wirklich sehr früh sogar machen. Weil du sonst getroffen wirst, komischerweise. Die kann ich garantiert nicht absorgen. Das konnte ich absorgen. Au. Dammit. Okay, der hat manchmal auch fließende Angriffe. Wo das von dem einen Angriff zum nächsten übergeht.
Ah, verdammt. Pokéball, let's go! Ah, verdammt. Wow, das war ein bisschen zu knapp für mich gewesen. Wie groß ist denn bitte die Hitbox? Wie groß ist denn bitte die Hitbox, sag mal, willst du mich verarschen? Ich weiß, dass sein Unterkiefer groß ist, aber nicht so groß. Kann doch nicht sein, dass quasi, wenn das jetzt hier der Gegner ist, hier mein Überbleibsel, und der steht gerade da, da kann doch nicht sein, dass ich quasi hier getroffen werden kann. What the fuck? Ah, verdammt. So war das ja gerade nämlich. You are kidding me. Goddammit, wenn er angreifen kann, so, dann ist scheiße. Dann ist scheiße, weil der hat eine merkwürdig große Hitbox. Wow, das war nicht gut. Einer dieser komischen Blobs ist komischerweise sehr nah runtergekommen. Wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich da eine Lücke habe, wo ich stehen kann. Jo, klar, direkt angriffen. Ist eigentlich ein simpler Boss, aber... Gut, in Elden Ring hast du auch simple Bosse und die können einen auch trotzdem einfach mal eben easy auseinandernehmen. Von daher... Echt jetzt? Sag mal, wie oft machst du das denn noch? Die haut nur noch ab. Ach, Dreck. Mann.
Sag mal, das ist so ein super simpler Bosskampf. Und ich habe Probleme. Ja, wenn er vor allen Dingen solche Angriffe macht, ne? Die halt merkwürdig große Hitboxen haben. So eine Hitbox quasi, wie sein Hintern groß ist. Ach verdammt, warum bin ich so blöd? Oh, der hat auch sogar ein Follow-up dafür. Das wusste ich nicht. Ich meine, die Musik ist ein bisschen zu laut. What? Jetzt macht er mal doch mal wieder so einen Angriff. So einen roten. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Oh, ich bin Idiot. Ich voll Idiot. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich wollte blocken. Okay, manchmal kann der, wenn ich da durch den hindurch ausweichen nach so einem Angriff, direkt mit den Hinterbeinen ausschlagen. Okay. Die Musik vom Spiel ist kaputt. Ich höre die nicht mehr. Ich höre nur noch das Atmosphärische. Au. Kriege ich eigentlich Atem, wenn ich den blocke? Nee. Jetzt nicht mehr, weil ich kann ja keine Gesundheit absorgen. Ach komm schon, jetzt wurde ich von so einem Blob getroffen. Und jetzt ist die KI vom Game kaputt. Es hat so ein bisschen den Anschein wirklich, als wenn ich jedes Mal, wenn ich dann direkt hinten dran wäre, der Boss ausschlagen will hinten und dann macht er diesen Angriff wieder. Jedes verdammte Mal.
Oder fast jedes verdammte Mal. Ah. Man kann aber nicht sagen, dass das jetzt wirklich ein toller Strat ist, weil der Boss dauert dadurch ziemlich lange. Pokéball, let's go! Besiege den Kieferhirsch. Ja, schönen Gruß an den Kieferorthopäden. Hat sich auf jeden Fall schon mal für die Atemkapazität gelohnt. Und wer heult hier rum? Da wirft jemand was nach mir. Auf was ist? Hast du keinen Bock mehr nach, Sachen nach mir zu werfen? Ja, hättest du mal lieber nicht damit angefangen mit, wa? Der ist irgendwo nach rechts geflogen gerade. Einmal abgesaugt und jetzt nochmal das zweite Mal, damit die letzte Fettschicht weg ist. Ich habe hier ein Gesicht vor meiner Nase. Wo ist dieser komische Kristallhaufen? Der ist irgendwo, glaube ich, nach rechts abgezischt. Das habe ich gesehen. Oder ist der überhaupt rechts? Oder ist er doch irgendwo links? Diese komischen Kristalldinger sind merkwürdig. Du kriegst davon denen dieses Perlmutt-Zeug oder so. Und ich weiß nie so recht, wo die eigentlich sind. Weil die abhauen. Und musst quasi warten, bis du quasi dann den letzten Stelle gefunden hast, wo sie dann nicht mehr abhauen können, scheinbar. So, nochmal ganz kurz gucken, nicht, dass hier irgendwas rumkrabbelt. Ich meine, für einen Silberfisch wäre das hier auch drinnen eigentlich viel zu warm und zu trocken gerade. Und hier ist kein Schimmel. Wer weiß, vielleicht einer, der irgendwie von draußen oder so kam. Da oben kann man hoch. Ich setz da mal eine... Oh, ich habe jetzt endlich mal eine Karte. Ich setz da mal eine Markierung hin. Wenn ich denn dürfte. Ah ja, toll, dass ich da hinten eine Markierung machen darf. Aber hier nicht, oder was? Dann machen wir das so. Da ist irgendwas. Vielleicht komme ich da auch jetzt hin. Wer weiß. Da komme ich auf jeden Fall nicht jetzt hin. Kann ich das rausziehen? Nee. Cheater. Ah, hier oben war ich schon mal, so wie das aussieht. Hier oben war ich schon mal. Ja, klar, hier oben war ich schon mal. Okay, wo war ich dann hier noch nicht? Da war ich noch nicht. Hier komme ich scheinbar nicht weiter gerade. Da ist halt irgendein Secret. Da ist was? Aber nee, das kann nichts sein. Das ist.
Keine Ahnung, warum das immer noch verdeckt wird, aber hier ist ja quasi die eine Ecke gewesen, wo da so ein paar Bomben waren, glaube ich. Okay, dann... Das hier nun noch? Wobei, nee. Nee, war das nicht quasi der Weg, wo ich dann nach hierhin ankam? Nee, Quatsch, nee, das war hier oben. Dann habe ich keine Ahnung, was das ist. Ah, hier kann ich auch hoch. Ich dachte, da kann ich noch gar nicht hoch. Oh. Okay, eine Abkürzung. Quasi. Warte mal, das sah aus, als wenn da was wäre. Ah, ne. Okay, dann haben wir das auch. Dann gehe ich mal nach da hin, um zu schauen, ob da noch irgendwas... Ah, nee, das war die eine Stelle, wo ich nicht weiter kann, weil... Hier ist ja quasi, hier ist ja diese Grube und da müsste ich quasi ja springen und dashen können oder ähnliches und das kann ich aber nicht. Damit ich dann irgendwo hier was hätte. Genau, und das kann ich ja überhaupt nicht. Stimmt. Habe ich mir das schon angeguckt? Ja, ne? Dann kann ich die Markierung auch wegmachen. Keine Ahnung, was das nochmal war und erst recht, was das da unten gewesen ist. Kein blassen Dunst mehr. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder hoch hier Richtung Nervenpass und begib mich mal zurück. Eventuell. Warum habe ich hier... Ach, deswegen. Gebrochen und verfallen, wie er ist, entströmt dem Schoß der Atem des anderen und erzeugt Mischwehformen, Kinder des Elternteils und des Atems des anderen. Wenn der Lebenshauch beider Welten nicht zurückgegeben wird, endet die Existenz des Kindes genau wie die seiner Eltern. Okay. Deine Mutter war ein Hirsch und dein Vater ein Kieferorthopäde. Oder was? Oder wie oder was? Beide sind sie jetzt weg vom Fenster, ergo verfällt das Kind. Hallo, Stachel. Ja, ich sollte vielleicht keine Bomben in meine Richtung ziehen, die dann vor allen Dingen hochgehen, weil sie bei Kontakt Schaden verursachen. Aber ich bin so schlau und mache sowas. Weil ich halt der Beste bin. Ich will halt zeigen, wie man es halt nicht macht. Ne? Das ist. Okay. Ich bin immer noch hier. Okay. Ja, gut, dann halt nicht. Ich will nicht sterben. Wait, war der nicht hier? Oh, einer vorher. Na dann, mal zurück zur Weltensäule. Ach ja.